Also ich hatte tatsächlich auch die Überlegung, also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, auf der Siegesstraße gibt es ja auch Kleinsteine und Georocks und sowas. Ob ich nicht Kleinstein generell entwickle, damit ich da kein Georock fangen muss. Richtig. Ich hatte gerade die Angst, dass du genau das Gegenteil sagst, dass du sagst, naja, wenn Gerok sowieso kommt, können wir den fangen. Aber in meinen Augen ist das ein Catch-Verschwendung. Ja, eben. Deswegen, wann entwickelt sich Kleinstein denn bei welchem Level? Moment. Ich gucke auch gleich Kadabra. Da ist Kadabrich. Und da ist der kleine Stein. Du hast nach Kat Kleinstein zuerst gefragt. Den müssen wir auf 25 bringen. 25, okay. Ich weiß jetzt nicht, welches Level er hatte, aber Und Abra 25 bloß auf 16. sollte auch passen. Es gibt keine andere Gelegenheit, wo ich irgendwie Abra fangen muss, oder? Route 5, 6, 7, 8 und in der Spielhalle. Aber ich glaube, 5, 6, 7, 8 haben wir alle schon, ja. Hatten wir alles schon. Ja. Gut, Ja, wir also haben mit auf Kleinstein würde ich 7. es machen, weil Georock will ich nicht unbedingt fangen müssen, Ja, tatsächlich. ja. Gut, aber ich würde trotzdem erstmal die Arena machen und Genau. dann machen wir das einfach. Und die andere Sache, vielleicht hätte ich es andersrum sagen müssen, weil ich bringe dich jetzt wieder da rein. Weil du gesagt hast, dass er sagt, er muss nicht kacken, er muss nicht pissen und 2 Minuten später kackt und pisst er in die Windel. Aus eigener Erfahrung, weil ich auch so ein Kind war. Allerdings, ich weiß nicht, wie das mit dem Windeltragen bei mir war. Aber halt als Preteen war das auf jeden Fall so. Da muss man sich dann auch die Frage stellen, warum macht Auron das? Warum sagt er, dass er nicht muss, wenn er muss? Hat er vielleicht Angst, dass du reagierst in einer Weise, die er nicht mag? Oder, ne, das ist. Ja, das spielt damit rein, definitiv, weil das Thema hatten wir heute Morgen tatsächlich auch. Also da tappen wir uns als Eltern und das also zum Glück erkennen wir das und sagen ihm das dann auch, dass das nicht okay war von unserer Seite aus. Ich habe ihm nämlich auch einmal gesagt, Aaron, ich tu dir jetzt eine Windel an, ne? Und wenn ich da jetzt dann Kacke drin finde, dann werde ich sauer. Und dann ist er halt aufs Klo gegangen, obwohl er gar nicht musste. Und das war dann auch wieder nicht okay. Deswegen, also es ist ein schmaler Grat. Ich meine, wir sind alles Menschen und also ich werde schnell sauer, das weißt du ja. Und ich meine, es ist halt immer in der Situation, wenn ich müde bin und kein Bock und generell schon überfordert und dann passiert sowas halt, dann werde ich halt sauer, ja. Aber ich versuche halt auch Ja, meinen das Ärger nicht an ihm verstehe ich. auszulassen, so gut wie es halt eben geht. Ja, das Also es ist. kommt jetzt schon manchmal, also es kam jetzt schon vor, dass ich ihn dann halt wirklich angeschrien habe, aber mittlerweile schaffe ich das dann auch irgendwie, das anders zu machen, aber es ist jetzt halt auch die neue Situation mit dem Baby. Es ist halt eine neue Situation. Ja. Das wird jetzt eine Weile brauchen, bis meine Psyche sich daran auch gewöhnt hat, ne? Weil es halt auch wirklich eine Sache ist, die mir überhaupt nicht einfach, die mir halt nicht liegt, ne? Und dazu kommen ja noch die ganzen Sachen, die ich mit meinem Leben so schon vorhabe. Und dann ist es, ja, ich heule jetzt echt viel, aber Ja, es ist muss aber. dich auch leider vorwarnen, das wird jetzt wahrscheinlich die nächste Folge noch ein bisschen so weitergehen. Ich bin nämlich noch nicht fertig. Ich verstehe dich da voll und ganz. Ich weiß, wie du bist und wie du, was du willst auch. Ne? Und es hat mich happy gemacht, als du halt gesagt hast, du findest es voll schön, wie lieb der Auron mit den Niro umgeht. Aber auf der anderen Seite weiß ich halt auch, dass das kein permanenter Zustand ist. Nee, nee. Ne, das ist klar. Ich bin auf jeden Fall stolz auf den Kleinen. Er ist schon so weit gekommen. Er hat schon so viele Sachen. Oft überrascht er mich jetzt auch, wie viel er dann noch versteht und wie nett er einfach ist zu anderen und sowas. Aber es kommt halt auch immer darauf an, ob er jetzt gerade müde und überdreht ist und sowas. Und das ist halt auch, das darf er auch sein, ne? Vor allem zu Hause darf er das sein. Müde und überdreht und komplett frei und sowas. Das ist ja, das hoffe ich. Also ich meine, ich konnte mich bei meinen Eltern konnte ich nicht so sein, wie ich war. Ne? Da habe ich auf den Sack gekriegt. Und zwar wortwörtlich.
Nee, nicht wortwörtlich, habe ich auf den Arsch gekriegt, auf den Sack zum Glück Ja. nicht. Genau, aber ja, ich sehe schon, du möchtest das Thema eigentlich nicht on screen besprechen. Ja, das. Ja, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Zum einen willst du die Leute halt auch zeigen, wer du bist und wer deine Freunde sind. Auf der anderen Seite, die Leute zu deprimieren, ist jetzt auch nicht so doll. Ja, ich weiß nicht, das musst du wissen. Das ist letztendlich dein Let's Play, was du machen möchtest. Ja, ist es. Zu der Kack- und Piss-Sache auch noch. Da habe ich tatsächlich auch mit meinem Chef drüber, also nicht explizit über eure Kinder, aber halt allgemein, weil das halt darauf, ich weiß nicht mehr, wie wir darauf kamen, halt seine Tochter, die arbeitet halt auch als Erzieherin. Und er ist halt erstaunt, dass ein dreijähriges, vierjähriges Kind halt immer noch Windeln tragen muss. Weil er hat gesagt, halt zu unserer Zeit, wie es halt ältere Leute halt auch immer so sagen, wir hatten sowas nicht und die Kinder fanden es scheiße, in ihre Hosen zu kacken und dann haben sie sich halt schneller angewöhnt, auf Toilette zu gehen. Ich weiß nicht, wie das halt, wie viel Wahrheit dahinter steckt. Also ich weiß, ich weiß nicht genau, wie es bei mir war, aber ich glaube, mit 3 oder 4 hatte ich auch keine Windeln mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Ja, es ist recht unterschiedlich und es kommt auf die Situation an. Also Ja, das kommt tagsüber lassen letztendlich wir auch ihn aufs jetzt, Kind an. ja, und aufs Kind auch, ne? Ich weiß von meiner Schwester, glaube ich, die Kleine, die hat in die Windel gemacht, bis sie 4 war. 4,5. Also es kommt wirklich aufs Kind an. Und es ist auch ein Unterschied, ob es Tag oder Nacht ist, ne? Also tagsüber und auch wenn er jetzt in der Tagespflege ist, dann trägt er eigentlich immer eine normale Unterhose. Und pisst da auch ständig rein, ne? Das ist ja normal. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwo einen Termin haben, wir haben ja jetzt Wohnungsbesichtigung auch gemacht und sowas, und wir sowieso schon irgendwie Stress haben, alles zusammenzupacken und den Termin rechtzeitig zu halten und sowas, und zwar und auch dort anzukommen und uns von unserer besten Seite zu zeigen, blöd gesagt. Ja, weil du willst ja nicht total entnervt dann irgendwie mit deinen zukünftigen Vermietern sprechen. Dann haben wir schon gesagt, okay, Auran, pass auf, wir ziehen dir jetzt eine Windel an, weil wir sind jetzt unterwegs. Im Auto können wir dich nicht aufs Klo setzen. Beziehungsweise wir sind eh schon spät dran und können nicht an die Seite fahren. Deshalb ziehen wir dir jetzt eine Windel an. Und nachts trägt er jetzt auch eine Windel, weil er trinkt auch viel. Ne? Er hat auch noch eine Flasche, an der er nuckelt, ne? Weil das ist so sein. Der Auran braucht sehr viel Liebe und Körperkontakt. Und für ihn ist es sehr schwer, abends selber einzuschlafen. Und deshalb hat er seine Flasche, die ihn beruhigt. Und ich habe jetzt tatsächlich angefangen, schon ihm zu sagen, okay, normalerweise summe ich immer für ihn und halte sein Händchen, bis er einschläft. Und das habe ich jetzt gesagt, auch und wir machen das jetzt so, dass ich deine Hand nicht mehr halte. Ja, also da habe ich ihn ein paar Tage vorher drauf vorbereitet und jetzt sitze ich halt woanders. Das sind alles so Step-by-Step-Geschichten. Aber er säuft halt immer noch aus seiner Flasche und er kann nachts halt sich nicht kontrollieren, noch nicht. Ja, Genau, das. und da will ich irgendwie jede Nacht, weil ich muss ihn jede Nacht, wenn ich dann ins Bett gehe und er kommt dann immer ins große Bett noch, manchmal auch so, dass ich es gar nicht mitkriege. Und das Erste, was ich mache, ist ihm einen Schritt zu lang, um zu gucken, wie voll die Windel ist, weil ich die dann auch noch wechseln muss, damit ich halt nicht täglich sein und unser Bett wechseln muss. Ja, das ist halt wirklich, es ist so ein schmaler Grat. Ja. Es kommt halt, und es kommt auch wirklich aufs Kind an und auf die Tageszeit und die Umstände und sowas. Und das muss halt, erstens ist es vom Kind abhängig und auch von dem, was die Eltern leisten können und wollen. Ne? Ich meine, ich glaube, wir sind uns einig, das Kind dafür fertig zu machen, dass es sich in die Hose pisst, das ist der falsche Weg. Ja, auf jeden Fall. Genau, und das hat halt die alte Schule, hat das gemacht. Und da hat es wohl funktioniert und dann die ganzen klassischen oder ältere Generationen, die finden das toll. Aber hey, was haben wir dafür heutzutage überlaufende Psychologen? Ja, keiner kriegt mehr irgendwie eine Therapie, obwohl es alle nötig hätten. Also es ist wirklich ein hochinteressantes Thema und das kann ich jedem Elternteil nur an die Hand legen. Jeder macht das so, wie es er glaubt, dass es das Beste für sich selber und für das Ja. Kind ist.
Genau. Und wo wir gerade beim Thema ins Bett pissen sind, ne, ich habe das auch voll gemacht und ich habe das auch mit 10 noch gemacht, ins Bett pissen. Und ich habe herausgefunden, wegen der Therapie, ne, also deswegen, weil es von der Therapie war, dass das war, weil meine Mama gestorben ist und ich in eine neue Familie kam. Das macht das mit Kindern, dass sie dann wieder ins Bett pissen und Halt so. dieses komplett umgestellte Umfeld und Genau, und emotionale. Trauma und was noch nicht. Ich hatte nie darüber nachgedacht, aber halt normalerweise pisst ja ein 8- bis 10-Jähriger nicht mehr ins Bett, ne? Weil der kann das ja dann mittlerweile. Aber ich habe das trotzdem gemacht, weil ich nämlich traumatisiert war. Ja, und solche Sachen zu lernen. Und ähnlich ist es, ähnlich auf kleinerem Niveau ist es eventuell auch mit den Kleinkindern. Also ich merke jetzt auch, der Auron, es ist ja nicht nur für mich eine neue Situation, es ist ja auch für den Auron eine neue Situation. Ja, auf jeden Fall. Das Alles für Auron ist neu. Ja, eben. Also, da kommt jetzt plötzlich so ein Baby und plötzlich ist nur noch der Papa da und dann sagt der Papa auch noch, dass er nicht mehr Händchen hält nachts. Ne? Und dann ist das Windgeräusch draußen ist dann ganz gruselig und dann hat er halt Schwierigkeiten einzuschlafen. Aber der Auron, ich muss sagen, so sehr er mich anpisst, so stolz macht er mich auch. Ne? Der macht es mittlerweile richtig gut. Gestern war wieder so ein Tag, wo er Schwierigkeiten hatte einzuschlafen. Dass er jetzt selber einschläft, ohne mein Händchen zu halten. Und er wird jetzt aber dann auch dadurch wieder früher wach, ne, weil er halt Schwierigkeiten hat, dann länger zu schlafen. Also er wird nachts immer wach. Und wenn keiner von uns da ist, dann geht ja die Welt unter. Das geht ja noch nicht. Ja, ist halt das Papi-Syndrom. Genau. Also. Und normalerweise ist das so, dass ich ins Bett legen kann. Dann habe ich irgendwie abends, also meistens. Um 9 schläft er meistens schon und dann habe ich bis um 11 Zeit, irgendwas zu machen. Jetzt habe ich nur bis um 10 vor 10 Zeit, weil er dann halt irgendwie wieder wach wird und ich ihn dann erstmal wieder beruhigen muss und sowas. Das ist auch eine Sache, die mich unfassbar ankotzt, ne, weil ich ja auch meine eigene Zeit haben will, weißt du. Aber es ist auch eine Sache, ja, da müssen wir ja beide jetzt halt durch. Ne? Dann bist der Auer sich daran gewöhnt, dass es halt auch okay ist, abends nachts wach zu werden, ohne dass irgendjemand da ist. Das wird interessant, wenn wir dann irgendwann umgezogen sind, Oh wenn er ja. dann ein Und eigenes Zimmer hat und sowas. naja, und dann kommt eben noch dazu, ich nehme an, also Auron wird komplett eigenes Zimmer haben. Also das Baby ist immer noch bei euch dann im Schlafzimmer. Das Und wissen wir ehrlich gesagt nicht. okay, aber gehen wir das Szenario mal durch. Für Auron sieht es halt so aus, dann gut, jetzt ist hier ein neues Baby da. Wir sind ganz woanders hingegangen. Das ist nicht mehr zu Hause. Ich darf nicht mehr bei meinen Eltern schlafen und das neue Baby, das ist halt diese Suggestion, das Neue ist besser. Die haben mich nicht mehr lieb. Ne? Also das Phänomen gibt es tatsächlich. Ja, natürlich. Und das hatten wir versucht abzufangen, indem wir ihm vorher von dem Baby erzählt haben und was es braucht. Und da wächst jetzt ein Menschlein in der Mama heran und sowas. Es hält sich momentan noch in Grenzen. Und ich sag mal, der Plan momentan, sage ich, wäre schon, dass die beiden sich erstmal ein Zimmer teilen. Aber ob das funktioniert. Naja, als Säugling, als Kleinkind ist es halt dann auch noch mal schwer. Ne? Das, Ja, also bis. er ist jetzt auf der Straße zu vier. Also er hat schon ein Bewusstsein, ganz offensichtlich. Und du hast ja gesagt, er hat Schwierigkeiten zu schlafen und durchzuschlafen. Und dann brüllt random dann halt dieses Baby in deinem Zimmer noch mit rum. Das Ja, ist dann halt auch schwierig. da bin ich echt mal gespannt, wie das läuft. Aber da müssen wir uns halt langsam rantasten. Und der Natürlich. Lichtblick ist ja immer, dass das alles temporär ist. Es ist halt jetzt und vielleicht auch das nächste halbe Jahr so richtig, richtig kacke. Ja, aber es Ja, wird besser. es wird besser. Es wird besser. Genau, es ist temporär. Genau, dieser Lichtblick ist halt wichtig, dass man den im Auge behält. Ja. Gut, Folge Sollen wir 40. weitermachen? Ja. Gut.